In Ordnung. Gehen wir den Einsatz durch. Die unterirdischen Kanäle, die der Sora Magdaos benutzt, gehen ziemlich tief hinunter. Wir haben einen Versuch, ihn hier umzulenken, wenn er auftaucht. Wenn wir ihn entkommen lassen, ist er für immer außer Reichweite. Und deswegen hole ich die großen Waffen raus. Das ist der Drachenspeer. Damit wehren wir den Sora ab und lenken ihn auf die offene See. Das Ziel wird uns mit voller Wucht treffen. Ihr müsst ihn also weichklopfen und auf Distanz halten. Seid unnachgiebig. Habt ihr verstanden? Ja, klar. Noch eine Sache. Der Nergigante dürfte auch auftauchen und uns in die Quere kommen. Wenn das passiert, dann müsst ihr ihn stoppen. Der gesamte Einsatz hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt. Ich zähle auf euch. Hör Stufe raus. Melde dich, wenn der Nergigante im Anmarsch ist. Der Sora kommt. Bewegung! Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht. Ich will überall aufladen. Kämpft mit Courage und Köpfchen. Jäger, wir müssen den Sora Magdaros schwächen. Gebt alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Zerstöre die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Monster Hunter World. Wir müssen uns jetzt im Kampf gegen den großen Sora Magdaros stellen. Wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. Und jetzt werden wir ihn ein für alle Mal von seiner Hute abdrängen müssen, um zu verhindern, dass er... Naja, wir haben das ja alles erklärt bekommen mit den Energieflüssen und der Energie, die er freisetzt und pipapo, papipapo. Jetzt müssen wir auf seinem Rücken die Magma-Kerne zerstören. Das haben wir ja alles schon mal gemacht, sag ich mal. Und ich finde, ganz ehrlich, der Kampf gegen den Sora Magdaros ist nicht der spannendste Kampf in Monster Hunter. Man ist halt auf dem drauf und wir müssen jetzt auf die Magma-Kerne hauen und den dadurch schwächen. Finde ich persönlich nicht so spannend. Und deshalb würde ich sagen, nutzen wir doch diesen Kampf gegen den Sora Magdaros. So episch er auch inszeniert mag, sein mag. So langweilig er auch zum Spielen ist. Ich will nicht sagen langweilig, aber wir hauen hier jetzt auf Magma-Kerne drauf, die sich nicht wirklich wehren, außer halt Magma mal ab und an, beziehungsweise Lava dann ja rauszusprudeln. Würde ich vom Thema abweichen und ein Thema für ein anders geartetes Thema ansprechen, was eventuell sehr, sehr viele von euch nicht interessiert. Das ist mir aber egal, oder es ist mir nicht egal, aber mich interessiert's halt. Und Sora Magdaros hin oder her. Ihr seht ja, was passiert, wenn euch das Gameplay interessiert. Und ansonsten würde ich umschwenken auf, wie gesagt, das andere Thema, nämlich Formel 1 2018. Sie ist noch nicht gestartet, liebe Zuschauer. Aber ihr habt die Möglichkeit, dieses Jahr einzusteigen. Ich sag's euch, liebe Zuschauer, ich sag's euch. Die Formel 1, die Königsklasse des Motorsports, ja? Wenn ihr da bisher noch nichts am Hut hattet, ihr habt diese Saison die Chance einzusteigen. Ende März, ich glaube zwei Wochen vor Ende März, müsstet ihr nachgucken oder whatever, einfach Formel1.de oder so nachgucken, steht ja überall, wird das erste Formel1-Rennen starten in Australien, Melbourne, und es könnte dieses Jahr eine sehr, sehr spannende Weltmeisterschaft werden zwischen dem Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und dem Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel. Also wenn ihr noch nichts mit der Formel 1 am Hut hattet oder so leicht neugierig seid oder so oder mal einsteigen wollt, jetzt habt ihr die Gelegenheit, steigt diese Saison ein in der Formel 1 Weltmeisterschaft 2018 und gönnt euch die volle Ladung Königsklasse des Motorsports. Spannung pur, Kämpfe, Leidenschaft und Highspeed auf der Strecke. Bisher gab es aber lediglich die Vorstellungen der Wagen bzw. die Tests in Barcelona.
Auf die Tests will ich gar nicht so sehr eingehen, da erfahrungsgemäß, wenn man die letzten oder allgemein Formel 1 Weltmeisterschaft sich anguckt, die Tests nie der hundertprozentig aussagekräftigste Punkt waren, weil da geben die Teams nie die volle Leistung ihres Autos. Sie testen oft halt die Haltbarkeit der Motoren. Sie testen oft Long Runs, was bedeutet halt lange Fahrten mit dem Fahrzeug, wie die Reifen wie der Reifenverschleiß ist, wie die Reifen sich zum Fahrzeug verhalten. Allgemein werden Aerodynamiktests gemacht. Auch sind viele Teile noch gar nicht am Auto dran, die dann noch in Australien, Melbourne dann hinzukommen. Also die Tests in Barcelona sind meistens nicht das aussagekräftigste, insbesondere deshalb nicht, weil bei dieser Testsession jetzt gar nicht so viel getestet werden konnte, da es in Barcelona eiskalt war. Zum einen vertrag Formel 1 Wagen nicht eisige Kälte und zum anderen es gab Schnee, sie konnten überhaupt nicht fahren. Also es gab wirklich Wetterwidrigkeiten, sage ich mal, die Tests auch noch unaussagekräftiger gemacht haben, als sie in der Regel eh schon sind, um zumindest Prognosen für die Stärke der Teams in der kommenden Weltmeisterschaft zu machen. Und deshalb will ich ein anderes Thema anschneiden, und das ist recht oberflächlich, aber ist halt trotzdem auch immer eine Sache, die Formel 1 auszeichnet. Nämlich die Lackierungen der Formel 1 Teams. Wir haben diese Saison wieder 10 Formel 1 Teams. Es gab schon mal mehr, aber es gab auch schon mal weniger. Also ist okay, 20 Autos dann, da jedes Team ja 2 Fahrer, also dann 2 Wagen auf der Strecke hat. Und ich fange mal an mit dem Team, das glaube ich zuerst vorgestellt hatte, recht überraschend, und das war Haas. Und zum Beispiel der Haas, der finde ich, ist persönlich jetzt nicht mein Lieblingsauto. Aber er sieht okay aus. Ich finde auch allgemein, es gibt kein hässliches Auto diese Saison. Ich finde, es ist ein rundum schönes Formel 1 Lackierungsjahr. Natürlich, es gibt Wagen, die gefallen einem mehr, gibt Wagen, die gefallen einem weniger. Das kann mit persönlichen Farbpräferenzen zusammenhängen. Viele finden zum Beispiel den Renault geil. Ich mag die Farbe Gelb nicht so, deshalb muss man immer schauen, wie subjektiv die Bewertung eines Designs ist oder wie sehr man das zurückstellen kann, die Kreativität dessen bewertet, wie Farben und wie Design in das Fahrzeugdesign, also beziehungsweise in den Aufbau des Fahrzeugs eingewebt wurden. Weil zum Beispiel bei Renault gefällt mir extrem gut, wenn man den Wagen von vorne sieht, denkt man, der ganze Wagen ist gelb. Wenn man ihn von der Seite sieht, ist er fast komplett schwarz, bis auf die paar gelben Akzente. Das ist so eine schöne optische Illusion, komplett gelb, komplett schwarz, je nach Perspektive, je nach Kamerawinkel, was mir echt gut gefällt, was ein schöner Designkniff ist. Aber jetzt haben wir auch den Nerf Gigante, aber den müssen wir gar nicht kämpfen, der haut nach einer Zeit automatisch wieder ab. Also den kann man eigentlich ignorieren, den Nerf Gigante, sag ich mal. Kommen wir wieder zurück, zum Haas. Der Haas ist ein bisschen wieder zur Lackierung zurückgegangen von 2016. Oder doch, ja, von 2016. Ist aber jetzt statt hellgrau, quasi das hellgrau wurde zu weiß. Aber insgesamt sind sie wieder ein bisschen zurückgegangen zu 2016. Nicht spektakulär, aber auch nicht mega hässlich. Aber auch nicht mega schön. Ist in Ordnung, sage ich mal. Dann haben wir wieder eine bisschen größere Änderung. Denn Sauber. Sauber ist immer so eins der beziehungsweise die letzten Seasons war es quasi das schlechteste Team, sogar mit gutem Abstand das schlechteste Team, weil Sauber hat kaum Geld, kaum finanzielle Mittel, ist immer so ein bisschen mit dem, hat mit Überlebenskampf zu kämpfen, in der Formel 1 sich zu halten, sage ich mal, und da noch weiter halt standhalten zu können, also überhaupt das Finanz aufbringen zu können, überhaupt zu fahren. Also kompetitiv können die überhaupt nicht sein, aber alleine schon die Finanzen überhaupt mitmachen zu können, damit muss Sauber schon kämpfen. Deshalb waren die Erfolge natürlich nicht sonderlich hoch in den letzten Jahren, und Sauber ist jetzt, um halt mit finanziellen Mitteln natürlich besser dastehen zu können, eine weitreichende Partnerschaft mit Alfa Romeo eingegangen. Alfa Romeo hat natürlich als Rennstall an sich in der Formel 1 eine große Geschichte, auch wenn sie jetzt relativ lange nicht mehr als eigenständiges Team in der Formel 1 waren, aber zum Beispiel ist Alfa Romeo als Rennstall das erste Team, was die Formel 1 gewonnen hat, also im Gründungsjahr der Formel 1 zum Beispiel. Alfa Romeo gehört ja zum Fiat-Konzern, genauso wie Ferrari, und deshalb wird Sauber jetzt ein bisschen so als kleines Ferrari-Team bezeichnet, wie zum Beispiel Red Bull ja auch das kleine Toro Rosso-Team an seiner Seite hat, wo man Fahrer ausbildet, wo man eventuell Sachen austestet, also ein kleines Nebenbei-Team. Und dazu könnte sich jetzt Sauber entwickeln in der Partnerschaft mit Alfa Romeo. Sie heißen jetzt Alfa Romeo Sauber.
Vorrangig ist es bisher eine finanzielle Partnerschaft, aber es gibt jetzt auch schon Partnerschafts- bzw. halt Mitarbeiter, bzw. da gibt es Mitarbeiterwechsel, da kommen Leute von Alfa Romeo rüber, Techniker von Alfa Romeo, also es ist irgendwo auch eine Know-how-Erweiterung und es wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch eine verstärkte technische Partnerschaft mehr herauskristallisieren. Dieses Jahr sollte man da noch nicht allzu viel erwarten von Sauber, denke ich, denn natürlich, das ist Sauber, hat natürlich immer noch die Altlasten der letzten Jahre und der Wagen war nicht gut und darauf aufzubauen mit Alfa Romeo jetzt, da darf man auch nicht zu viel erwarten, auf jeden Fall jetzt nicht im ersten Jahr. Gut, sie haben jetzt einen aktuellen Ferrari-Motor, die Partnerschaft mit Ferrari wird dadurch natürlich auch nochmal verstärkt, durch die Partnerschaft mit Alfa Romeo jetzt. Das heißt, viele Teile bekommt Alfa Romeo Sauber jetzt auch von Ferrari, wie halt den aktuellen Ferrari-Motor, wie aber auch, glaube ich, Sachen wie Getriebe oder verschiedene Aufhängungen. Sehr viele Teile werden da dann von Ferrari zu günstigen Konditionen eingekauft oder übergeben, je nachdem. Also da hat schon mal der Alfa Romeo Sauber ein gutes Ausgangsbasis, aber natürlich, man darf sich nicht täuschen, der Wagen ist halt immer noch kein guter Formel-1-Bolide. Also er war in den letzten Jahren grottig. Und wenn sich das jetzt langsam mit Alfa Romeo aufbaut, dann sollte Ziel, sage ich mal, mindestens Toro Rosso sein. Weil wenn man schaut, Toro Rosso ist das kleine Team von Red Bull. Und wenn Alfa Romeo Sauber so das kleine Team von Ferrari ist, dann müsste so mindestens das Ziel sein, das kleine Team von Red Bull zu besiegen, nämlich Toro Rosso. Und da wären wir dann auch schon direkt beim nächsten, denn Toro Rosso ist halt auch so eine Sache. Toro Rosso hat, wie ich finde, hat fast das identische Design zum letzten Jahr. Was ich mega, mega schön finde. Ich finde das Toro Rosso Design also persönlich schöner als das Red Bull Design, weil ich finde dieses Red Bull Cola Design, dieses Blau mit Silber und dann dieses leuchtende Rot dazu. Ich finde das mega, mega schön und das finde ich, passt vom Design und der Farbgebung so richtig schön ineinander und glänzt und leuchtet so richtig schön. Also mir gefällt das Toro Rosso Design wirklich sehr, sehr, sehr. Man kann zwar kritisieren, dass sie im Gegensatz zum letzten Jahr quasi nichts geändert haben, aber never change running system. Wenn es geil aussieht, muss man auch nicht so viel dran ändern. Weil die fahren ja jetzt dieses Jahr mit Honda-Motor. Weil Honda hat ja McLaren verlassen, beziehungsweise McLaren hat Honda verlassen, weil Honda jetzt seit 3 Jahren oder, Moment, seit 15, 16, seit 3 Jahren in der Formel 1 ist und nichts gebacken kriegt. Letzte Saison hat man es ja nochmal gesehen. Der Motor hält nicht einmal. Ich weiß nicht, was Honda die ganzen Jahre entwickelt und gemacht hat, dass fucking der Motor nicht einmal hält. Es ist ja eine Sache, dass der Motor nicht gut ist, aber er hält ja nicht mal. Es war ja sogar ein Wunder, wenn mal der McLaren ins Ziel gekommen ist, weil sie ein Rennen komplett fertig fahren konnten, weil der Motor bis zum Ende gehalten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das in der Königsklasse der Formel 1, wo hunderte Millionen reingebuttert werden. McLaren buttert jedes Jahr hunderte Millionen in das Rennstall, in den Rennstall, in das Team. Und durch Honda Butter kam jetzt natürlich auch sehr viel Geld noch dazu, durch die Partnerschaft, durch den Motor und alles. Ist geschenkt oder alles. Aber das war nichts, mit dem McLaren auch nur ansatzweise zufrieden sein konnte. Ein Rennstall mit der Geschichte, der Historie, dem Mythos, der hinter McLaren steht. Oder auch Fahrern wie Fernando Alonso, Weltmeisterfahrer, wo viele Leute sagen, Fernando Alonso ist einer der besten Fahrer im Moment in der Formel 1, wenn nicht sogar der beste Fahrer überhaupt, dass der quasi seine letzten Jahre in der Formel 1 jetzt damit quasi, der hat jetzt 3 Lebensjahre in der Formel 1 damit verschwendet, in einem Auto zu sitzen, was absolut nicht konkurrenzfähig war, weil der Motor nicht taugte aufgrund von Honda. Und da war es jetzt nur eine logische Entscheidung für McLaren zu sagen, okay, wir müssen da die Reißleine ziehen. Wir verschwenden quasi Lebensjahre und jedes Jahr hunderte Millionen Firmengeld McLaren für diesen Rennstall, für diesen Wagen wenn der Motor nicht zaugt, dann sind wir am Ende letzter oder vorletzter, wenn Sauber noch schlechter ist. Dann Fahrer wie Fernando Alonso wäre natürlich auch unruhig, hat sich auch immer beschwert über McLaren. Und jetzt geht man mit McLaren, ist man mit McLaren zu Renault gegangen. Und Renault wird auch nicht den besten Motor haben. Die besten Motoren hat wahrscheinlich immer noch mit leichtem Abstand Mercedes, dahinter Ferrari und Renault ist immer noch so eine Kiste, da weiß man nicht genau. Der hatte ja letztes Jahr auch teilweise Zuverlässigkeitsprobleme, war auch nicht so gut wie der Ferrari oder halt der Mercedes. Aber Renault buttert im Moment natürlich auch, weil sie ein Werksteam in der Formel 1 haben, sehr, sehr viel Geld in die Formel 1. Da gehen auch wirklich hunderte Millionen in Entwicklung.
rein. Und es könnte sehr gut sein, dass Renault dieses Jahr einen guten Schub gemacht hat, sage ich mal, in der Entwicklung. Und der Motor sich gesteigert hat. Ich glaube immer noch nicht, dass Renault auf einem Niveau von Ferrari und Mercedes ist. Aber was die Zuverlässigkeitsprobleme angeht, sollten sie das mindestens eingedämpft haben. Und da könnte für McLaren dieses Jahr, wenn das Chassis wirklich so gut ist, wie sie immer behauptet haben. McLaren hat ja die letzten Jahre oft gesagt, wir haben das beste Chassis im Formel 1, also von den Formel 1 Rennstellen oder zumindest eins der besten, dann müsste man ein Podium drin sein. Also dann wäre, wenn mal irgendwie ein paar glückliche Fügungen kommen, Mercedes vorne rausfliegt oder so, dann Alonso auf dem Podium, dritter Platz bei McLaren, sollte möglich sein. Und McLaren ist ja mit seiner Lackierung, sage ich, strittige Wege gegangen. So die klassische Ferrari ist rot, Mercedes ist Silber und die klassische Farbe von McLaren ist eigentlich dieses Papaya-Orange. Die Sache war immer, McLaren hat aber ihr ursprüngliches Formel-1-Design oder beziehungsweise ihre ursprüngliche Identitätsfarbe in der Formel 1 immer Sponsoren geopfert. Also wir haben ja die lange, lange Zeit mit McLaren Marlboro, also wo sie halt dieses Rot-Weiß hatten wegen Marlboro. Dann lange, lange Jahre die McLaren-Mercedes-Zeit, wo sie Silber waren. Am Anfang wegen West, wegen dem Zigarettensponsor West. Da hat dann McLaren dieses ikonische Silber bekommen, was sie dann auch später mit Vodafone beibehalten haben. Beziehungsweise auch mit Mercedes dann. In den letzten Jahren hat McLaren da ja ein bisschen rumgespielt mit den Farben. Erst ja schwarz-rot, beziehungsweise dieses Silber-rot. Dann jetzt letztes Jahr dieses Orange-Schwarz und jetzt wirklich knallhart gesagt, okay, wir gehen quasi zurück zu diesem Ursprung von McLaren, zu der Ursprungsfarbe unseres Rennstalls. Wir gehen zurück zu dem Papaya-Orange. Und am Anfang fand ich es hässlich, aber mittlerweile, wenn man es auf der Rennstrecke sieht und auch die Lichtverhältnisse passen, finde ich, sieht das eigentlich ganz schick aus. Und ich mag es eigentlich, wenn eine Formel-1-Rennstelle so zu ihren Farben zurückkehren. Ein Mercedes ist halt Silber, ein Ferrari ist halt Rot und McLaren ist halt eigentlich Orange. Auch also zum Beispiel Straßenwagen von McLaren, gebt mal McLaren bei Google Bilder ein. Wenn ihr da, sagen wir, McLaren normale Straßenwagen seht, werdet ihr da wirklich einige in Orange sehen, weil Orange, dieses Papaya-Orange, ist eigentlich so McLarens Farbe. Wie halt ein Ferrari ist Rot und McLaren ist halt so in der Regel Orange. Ja, aber was ich richtig hässlich finde, ist dieses Blau, dieses leuchtend Blau dazu. Das hätte nicht sein müssen. Da finde ich, hätten sie lieber alles in Orange machen sollen. Oder vielleicht leichte weiße Akzente dazu, um das Ganze, um dem Orange vielleicht auch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen. Ich weiß es nicht. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was machen können. Aber dieses Blau, diese Kontrastfarbe da, ich glaube, der Effekt sollte sein, es soll noch mehr leuchten oder so. Aber ich finde, Orange ist sowieso schon eine Farbe, die hat sowieso schon Strahlkraft und die wird sowieso schon anecken und viele werden denken, ah, oh, so viel Orange. Und dann auch noch diese Kontrastfarbe Blau dazu zu setzen, die das Ganze noch mehr strahlen und leuchten setzt. Damit geht man natürlich in die vollen Rohre. Finde ich persönlich nicht ganz so schön. Das Orange finde ich mittlerweile schön oder das kann man machen, aber das Blau dazu ist mir persönlich ein bisschen over the top. Das wäre wie wenn Ferrari zum Rot jetzt irgendwie so ein Tannenbaumgrün macht. Das würde, es war auch quasi diese Komplementärfarbe, würde auch das Leuchten erhöhen, aber es sähe nicht schön aus. Das wäre halt too much. Genauso wie halt das Orange und dieses Blau jetzt für mich auch too much ist. Aber letztendlich, die Lackierung ist eine Sache. Der Wagen wird zeigen, was er kann, der McLaren Renault dann jetzt. Ich bin gespannt, was McLaren zeigen wird. Da werden sehr viele Augen auf McLaren schauen. Es wird sich auch zeigen, was mit Fernando Alonso passiert. Wird er bei McLaren bleiben oder wird er Ende dieses Jahres McLaren verlassen? Was wird mit Kimi Räikkönen passieren? Wird Kimi Räikkönen vielleicht Ferrari verlassen und wird stattdessen Alonso den Platz einnehmen? Man weiß es nicht. Wird Alonso zu Ferrari kehren oder wo wird Alonso Platz finden? Alonso ist sowieso so eine tragische Figur. Einer der besten Fahrer in der Formel 1, der die letzten Jahre einfach kein kompetitives Fahrzeug hatte und auch mit dem McLaren, mit dem Renault-Motor dieses Jahr kein Weltmeisterauto haben wird. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, Renault wird bis 2021 kein von einem Renault betriebenes Auto wird bis 2021 einen Weltmeisterwagen haben. Und das könnte für Alonso bedeuten, wenn er weiter im McLaren seine Zeit verschwendet, dann in dem Sinne, dass er ohne Weltmeistertitel seine Karriere beenden wird. Das wäre natürlich irgendwo sehr tragisch.
Aber wir werden sehen, ob er nochmal zu Ferrari zurückkehren wird. Das wird halt alles sehr schwierig. Wo ist mein Drachenschwert? Bereit, wenn du es bist. Es ist vorbei. Ja. Ach, nur 40 Jahre. Ja. Großvater? Also, bereit für die Heimreise? Ja! Hm.